Spoiler vorweg? Du wirst die perfekte Figur gar nicht zeichnen können. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht. Weil es sie schlicht und einfach nicht gibt. Was es aber gibt, sind die Methoden in diesem Video und mindestens eine davon ist ganz, ganz sicher perfekt für dich, mit welchen du dich mit wenigen Strichen, Linien und Flächen die menschliche Gestalt zeichnen, aufbauen, wahrnehmen und erfassen kannst. Ich möchte dir einen sehr freien und spielerischen Zugang zu der menschlichen Figur, deren Körperhaltungen und ihren Ausdruck aufzeigen. Menschen zeichnen zu können, wird ja gern als die Königsdisziplin angesehen, mit viel Ehrfurcht und Respekt. Und wenn wir einen oder mehrere Menschen zeichnen wollen, sind wir sofort mit diversen Problemen konfrontiert. Die Proportionen sollen stimmen, die Haltung muss lebendig sein, das Gesicht vielleicht ausdrucksstark und viel mehr. Wenn ich Leute zeichne, dann zeichne ich nicht Menschen, sondern Charaktere und Bewegung, also Dynamik. Auch dann, wenn die Person steht oder sitzt. Wieso Charaktere? Weil ich auf einen Charakter eine Stimmung, die vielleicht einer imaginären Geschichte entstammt, projizieren kann und das hilft mir, Besonderheiten dieser Person auf eine mir passende Weise hervorzuheben und andere Sachen dann eher auszublenden oder anzudeuten, als genauer auszuarbeiten. Ein Mensch ist immer auch eine Geschichte. Zeichnet darum die Person primär nicht, wie sie aussieht, zeichnet sie eher so, wie sie sich fühlt oder wie ihr denkt, dass sie sich fühlt oder für eine Zeichnung oder für eure Zeichnung fühlen sollte. Ist sie traurig, niedergeschlagen, nachdenklich, gelangweilt, staunend, neugierig oder glücklich und so weiter. Dann können auch die Striche stark und dunkel sein oder leicht und beschwingt. Das ist erstens für dich interessanter zu zeichnen und zweitens später für die Betrachtenden spannender anzuschauen, weil sie eben mit einer Stimmung, mit einer Emotion konfrontiert sind. Und diese ist immer stärker als korrekte Anatomie oder Ähnliches. Es sind heute verschiedene Ansätze mit dabei, die keine bestimmte Reihenfolge haben und deshalb auch unterschiedlich kombinierbar sind. Auch könnt ihr diese mit anderen Materialien, also Stiften und Pinseln, ausprobieren. Solltet ihr sogar. Einige der Ansätze werden euch vielleicht schräg oder komisch vorkommen und das ist okay so und beabsichtigt. Es geht hier effektiv nicht um Anatomie, Muskeltonus, Proportionen, Licht, Schattenspiel oder Ähnliches. Wenn du also bisher zu großen Respekt vor dem Menschzeichnen gehabt hast oder in diesem stagnierst, dann ist dieses Video für dich genau richtig. Aber auch für Fortgeschrittene kann es spannend sein, weil es sie auf eine Art fordert, Bekanntes beiseite zu lassen bzw. es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also, los geht's aufs Papier. Wichtig ist, dass du effektiv nicht an den Details irgendwie kleben bleibst, sondern immer großzügig und grob zeichnest. Es geht um Bewegung, es geht um die Anmutung der menschlichen Figur. Dann mit den Stiften. Wir fangen sicher mit einem groben Stift an. Ich nehme jetzt hier eine Zeichnungskohle, also nicht kleiner, nicht ein 0,5 mm Bleistift, sondern wirklich nehmt etwas Grobes. Dann für die Pinsel habe ich verschiedene französische Pinsel mit am Start, Aquarellpinsel, einen Japanpinsel und einen flachen Brushpinsel. Also das sind diese da, einfach wegen der Größe, da kann ich dann variieren. Japanpinsel hier, der hat coole Borsten, da gibt es schön, der fetzt dann richtig aus, da gibt es noch mehr Unebenheiten, das gefällt mir sehr gut. Und dann diesen Borstenpinsel, mit dem können wir auch mal was machen. Zu all dem habe ich noch meine japanischen Tuschfedern, Tuschstifte dabei. Das ist ein schwarzer, den muss ich nicht nachfüllen. Der zeichnet schon wesentlich detaillierter. Und dann gibt es noch diese da, die sind ein bisschen gröber. Und dann gibt es noch solche, die kannst du nachfüllen. Also ich habe jetzt hier Wasser drin fürs Aquarellzeichnen draußen. Und da kannst du auch eine eigene Tusche reintun und dementsprechend mit der eigenen Farbe zeichnen. Ich werde dann diese Stifte dann im Videobeschrieb unten vermerken, dann könnt ihr das dementsprechend nachgoogeln. Und ich fange mit der Kohle an und ich nehme Inspiration aus dem Netz. Wie gesagt, Inspiration, das muss sein. Es gibt ein kreatives Sprichwort, no input, no output, also umgangssprachlich von nichts kommt nichts. Das dürft ihr euch wirklich zu Herzen nehmen. Wirklich, holt euch da Anregungen, Bildideen.
Und ihr dürft und ihr solltet abzeichnen, das ist unbedingt wichtig. Ich habe jetzt hier tanzende Äste gefunden, das ist eine coole Vorlage. Und wir fangen wirklich mit Strichmännchen an, mit Strichfiguren, ganz einfach. Sie sind nicht so typisch menschlich und das gefällt mir noch daran. Wichtig ist, dass du dich da ein bisschen aus dem menschlichen Dogma ein bisschen rausbewegst und man einfach die Lebendigkeit der menschlichen Figur ein bisschen besser kennenlernst und da ein bisschen reintauchen kannst. Wir zeichnen einfach wirklich mal ganz grob diese Figuren. Und ich setze jetzt hier mit der Bewegungslinie an. Also ich versuche jetzt nicht da, also ich werde jetzt hier nicht grob zeichnen, Strich für Strich, sondern bleibt auch hier sehr grob. Schaut euch die Figur an und immer so und dann macht er so etwas und dann wirklich so und der andere macht seine Bewegung, eine Tanzbewegung, Stehbewegung, nochmal einen Tanz. Und so weiter. Ihr könnt wirklich das ganze Blatt, ich habe jetzt ein A3-Blatt vor mir, da vollzeichnen. Es geht darum, dass ihr mal locker werdet mit dem Strich. Ganz einfach. So. Und dann habe ich die, das sind die letzten vier Figuren auf dem Blatt. Und ja, ich fange jetzt mal bei den letzten an. Und da könnt ihr jetzt auf die Bewegung wirklich da einen Kopf setzen. Vielleicht noch die Arme. Und das genügt schon. Das genügt effektiv. Vielleicht noch ein Fuß. Orientiert euch ruhig an den Ästen. Es geht jetzt wirklich nicht um Perspektive, um Proportionen, das sind wirklich da egal. Es geht darum, dass jemand anfängt, mit dem Stift auf dem Papier zu tanzen. Mal seht, was hier überhaupt möglich ist. Und da könnt ihr effektiv auch eigene Ideen mit einbringen. Also wenn die Arme vielleicht weiter unten, nach unten weiter unten fallen, dann zeichnen sie ruhig weiter oben, damit sie mehr Dynamik bekommen. Jetzt als Beispiel. Oder macht die Beine länger, wenn ihr findet, ja, das ist mir irgendwie noch zu kurz. Dann Body ein bisschen dicker und that's it. Also wirklich da simpel bleiben. Weil mein Ansatz ist immer von außen nach innen, vom Großen ins Kleine rein. Und das Gleiche jetzt hier bei den Zeichnungen, vom sehr Groben dann ins Flächige und dann ins Detail. Und wie gesagt, das hat jetzt hier keine Reihenfolge oder mit dem müsst ihr anfangen und etwas anderes geht nicht, überhaupt nicht. Das ist jetzt einfach mal eine Übung, die ich finde sehr gut sich für den Start eignet und die auch ziemlich lustig ist. Man kann sich auch später überlegen, ob man so eine Figur dann rausnimmt und dann effektiv in eine menschliche Figur dann weiterträgt und übersetzt. Ich habe jetzt querbeet gezeichnet. Da könnt ihr dann effektiv ein bisschen dicker werden, die Figur noch ein bisschen betonen. Ihr müsst dann die Zeichnung vielleicht nicht mehr anschauen, sondern ihr schaut effektiv euer Blatt an, das hier weg, und lässt euch von euren eigenen Zeichnungen dann weiter inspirieren und schauen, was ist da überhaupt noch möglich, was sieht man da noch drin. Also Vorlagen nutze ich auch ständig, das ohne geht es ja nicht. Da sehe ich dann wieder neue Sachen, die ich dann komplett anders übersetzen kann oder ganz anders dann darstellen kann. Einfach als Auslöser, es muss ja nicht Copy-Paste sein, 1:1, sondern effektiv nur eine kleine Ideenvorlage. So, und jetzt sieht man schon mal, welche Figuren besser funktionieren, welche vielleicht weniger, welche vielleicht komisch sind. Aber insgesamt, es braucht wenig, bis ein Mensch erkennbar ist. Also das vieles machen wir da im Kopf wieder fertig. Dann gehen wir doch mal in die zweite Phase. Und zwar nehme ich hier den
französischen Aquarellpinsel und ich versuche dann effektiv die gleichen Strichmännchen, nicht alle, aber ich werde nur einige, die mir spannend vorkommen, mit diesem Pinsel hier umsetzen. Wir nehmen die Strichmännchen Haptik ein bisschen auf und werden diese da immer wie mehr voluminöser gestalten. Und hier könnt ihr effektiv nur die Bewegung aufnehmen. Nicht das Strichmännchen an sich, beziehungsweise ihr schaut mal, was der Pinsel euch das sagt, wie ihr euch mit dem Pinsel fühlt. Ich probiere jetzt mal zwei, drei Figuren aus. Aber ich merke jetzt schon, das ist irgendwie für mich noch zu unbewegt. Also der Pinsel ist mir ein bisschen zu schwer. Die Figuren finde ich nicht so schlecht. Aber die Spontanität fehlt mir hier noch ein bisschen. Ich versuche es mal mit dem kleineren Pinsel. Okay, schauen wir mal. Ja, der fühlt sich jetzt für mich da viel besser an. Viel körperlicher. Und auch hier, ihr könnt ein bisschen ausbrechen mit Details. Aber auch hier schaut die Figur, eben Oberkörper, Waden oder die Beine, Füße, das spielt alles keine Rolle hier. Ihr könnt da wirklich ein Fetzen setzen, so, das genügt schon mal. Das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil es sind ja Äste. Da sieht man nicht, wo ist der Arm dicker, wo wird er dünner und wie bewegt er sich effektiv. Was passiert mit dem Körper, ist ja nur ein Strich. Wir gehen dann später effektiv zu Fotovorlagen. Aber jetzt mal für diesen Zweck hier. Einfach zum Ausprobieren, wie das ist. Ob man auch von der Vorlage gut abstrahieren kann, ist auch so ein Ding. Bei den einen klappt es besser, vielleicht jetzt bei den Ästen hier, bei den anderen dann effektiv die Fotovorlage. Das müsst ihr dann ausprobieren, wie es auf jeden passt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die eine kann mit dem sehr gut vorwärts kommen, der andere dann überhaupt nicht und umgekehrt. Also jeder lernt auf die eigene Art und Weise. Ja, mit dem Pinsel hier ist es wirklich sehr viel besser. Ja, und ist schon ziemlich cool geworden. Also wenn ich da weiter verfolgen würde, kämen da wirklich tolle Sachen dabei heraus. Also Blatt 2, auch nicht schlecht. Okay, gehen wir mal zum Bild. Auch hier, die Bilder sind eher undeutlich im Dunkeln, aber das ist auch bewusst so gewählt, dass wir auch da nicht so viel Detail sehen. Es geht wirklich hier nicht um die Falten oder um die Haare oder um das Gesicht, sondern auch hier nur um die Bewegung, um den Ausdruck, ganz wichtig. Hier könnte ich effektiv projizieren, wie fühlt sich die Person oder was könnte sie dabei denken. Das hilft euch auch, diese Figur besser umzusetzen. Für diesen da versuche ich jetzt mit dem Japan-Pinsel, dem ziemlich groben. Sowieso mit Malutensilien zeichnen finde ich auch cool, also mit Pinseln zeichnen. Eine ganz andere Art zu zeichnen, als dann mit traditionellen Mitteln wie Bleistift oder Farbstift. Und hier wirklich den Körper als schwarzen Körper setzen, keine Umrisse. Es geht hier nur ums Flächige. Schaut nicht auf die Arme, schaut nicht auf die Finger oder auf die Haare, egal. Wenn das unison ein bisschen so die Richtung stimmt. Und wenn dir diese Art von Videos gefallen oder wenn dieses Video gefällt, dann lass gerne ein Däumchen nach oben da, du kennst es ja. Dann weiß ich, dass es ankommt. Oder wenn du eine Frage hast, einen Input, gerne in die Kommentare rein. Und wenn du noch kein Abo hast, lass gerne eins da, weil
dann spielt YouTube das Video anderen Menschen aus, die vielleicht das auch interessieren könnte. Und so bekomme ich eine bessere Reichweite, eine bisschen größere Reichweite. Also auch da vielen Dank dafür. Ich habe jetzt hier Theaterleute genommen, weil die effektiv diesen körperlichen Ausdruck haben. Also wenn ihr jetzt so bewegende Figuren sucht, dann sucht nicht eine alltägliche Szene, wo die Leute rumstehen oder irgendwie normal gehen. Das ist langweilig. Sondern effektiv sucht tanzende Menschen, sich bewegende Menschen, expressives Zeichnen. So Theatertanz ist dann wie so das Beste vom Besten, weil die, ja, die zeigen euch auch, wozu der Körper fähig ist. Tänzerisch angezogen sind, sieht man auch den Muskeltonus. Da sieht man, wie sich die Muskeln bewegen, wo ist angespannt, wo ist entspannt. So, jetzt zeichne ich mal die Frau unten rechts. Zum Beispiel so. Okay, jetzt kann man nachschauen, ja, die Figuren sind okay, aber vielleicht ist alles zu matschig, zu undefiniert. Ich will das noch ein bisschen genauer haben. Kann man noch schauen, wie man die einzelnen Gliedmassen zueinander setzt. Ich habe jetzt alles miteinander wie verbunden, kann man machen. Jetzt beim nächsten Mal mache ich das ein bisschen separierter, dass man die Gliedmassen effektiv auseinander visuell unterscheiden kann. Ich nehme jetzt eine nächste Vorlage, war diese Gruppe hier. Und jetzt versuche ich, beziehungsweise noch abstrakter zu zeichnen, noch vereinfachter. Also wirklich da zum Beispiel so. Ich fange dann mit dem Arm an, dann haben wir den Oberkörper, hier vielleicht den Kopf. Einen Arm und hier mal versuchen, die Gliedmaßen wie separat darzustellen. Den Rock können wir als Rock zeichnen und dann die Beine wieder so. Die ganze Schürze hier, sehr grob. Also nehmt auch die Struktur des Pinsels zur Hilfe und nutzt dann die Form, wie er fällt. Und hier auch wirklich die Körperteile mit einem kleinen Abstand, dass man das ein bisschen besser wahrnimmt. Dann seht ihr da, wie das funktioniert, wie das für sich, wie das wirken kann. Auch hier die Hand. So, auch hier sehr schön der Oberkörper. Hier unten der Rock, der aufhört. Aber Oberschenkel. So, hier die Wade, Fuß und der andere Fuß, der sich nach hinten neigt. So, das genügt schon. Und jetzt zeige ich euch eine kleine Vorschau für später im Video, wie wir dann effektiv in die menschliche Form gehen werden. Also wenn ich jetzt so etwas hätte als Vorlage, da kann ich natürlich dann drüber zeichnen oder ich kann diese Vorlage nehmen und dann von dieser aus weiterzeichnen. Da brauche ich dann die Vorlage nicht, also die Fotovorlage brauche ich dann nicht. Ich habe dann effektiv nur mein Bild. Wenn ich jetzt so etwas hätte, könnte ich sagen, ja gut, jetzt habe ich das, die Details, jetzt zeigt, also die Details, jetzt habe ich die grobe Form. Jetzt zeichne ich ungefähr die Details ein oder gehe dann langsam in die Figur hinein. Und da kann ich effektiv sagen, das Gröbste steht ja schon. Da muss ich nicht suchen, ja, wo hört das der Oberkörper auf, wo fangen die Beine an, sondern insgesamt stimmt das so. Jetzt habe ich da die Figur links oben, die rote, die Frau in Rot. Da kann ich sagen, okay, jetzt habe ich da unten den Unterarm, dann fängt der Oberarm an. Kann ich jetzt eine Art Umriss zeichnen, auch hier mit dem Kopf, so etwas hier. So, da kann ich schon mal den Faltenwurf ein bisschen reinzeichnen.
vielleicht so etwas. Es wird keine fertige Zeichnung, aber es ist eine gute Vorlage, um weiterzukommen. Dann habe ich hier dann die Hände, zum Beispiel so. Das kann man dann schauen, wie das aussieht. Und genau. Und hier fängt vielleicht der Rock an oder hört das Hemd auf. So. Dann habe ich hier die Falten. Hier fallen der Rock an sich. Da habe ich schon das Knie, das stimmt. Die Waden, die kann ich ein bisschen länger ziehen, weil ich sehe, ja, das passt mir noch nicht. Das muss ein bisschen länger sein. Hier der Fuß. Das gleiche hier mit den Waden. Und so weiter. Und dann haben wir hier die Blätter. Und die Figur steht schon mal. Das ist gar nicht so schlecht. Ich gehe dann weiter mit den Bildern. Zeichnet großzügig. Das befreit euch auch und ja, macht auch mehr Spaß. Und der Pinsel fängt dann auch über das Blatt Papier zu tanzen. Da bleibt man nicht so im Detail stecken, sondern effektiv. Man ist dann großzügiger und die Zeichnung kommt auch dementsprechend lockerer daher. Aber auch hier bleibe ich ziemlich grob, ziemlich flächig. Auch hier nur ein Kopf. Dann haben hier wir den Coat. Wie gesagt, auch wenn man mit der Spitze sehr dünn zeichnen könnte, macht das hier noch nicht. So, wenn ihr nicht sicher seid, wie man jetzt vielleicht die Füße beenden könnte, wie man das mit den Füßen macht, dann lasst das frei, so vielleicht zum Beispiel, oder macht nur einen Ansatz, wie es vielleicht sein könnte. Ich sehe es ja auch nicht deutlich, so, das genügt so. Kann man vielleicht einen Stiefel andeuten, aber lieber weniger als zu viel. Das ist immer eine gute Lösung. Wenn ihr nicht sicher seid, dann lasst es lieber stehen und geht dann zum nächsten rüber. Und jetzt hier bei der Frau rechts, da könnt ihr auch den Arm zum Beispiel reinnehmen und dann den Body, den Körper dahinter aus, also hier diese weißen Teile ein bisschen auslassen, also nicht zumachen, dass die Hand ein bisschen wirken kann. Hier hat sie ziemlich starke Beine, ich tue sie noch ein bisschen mehr betonen, so. Und auch hier nicht berühren, sondern wirklich die Gliedmaße und die Körper Teile ein bisschen auseinanderhalten. Zum Beispiel so. Und dann unten links. Ich fange oft mit dem Kopf an, weil es so die Ausgangssituation ist für die Bewegung. Aber da könnt ihr dann schauen, was für euch dann effektiv stimmt. Und hier zeichne ich die Beine absichtlich separat. Auch hier keine Falten, sondern nur die Bewegung, nur die Anmutung. Und da ich die Beine nicht sehe, zeichne ich sie ein bisschen schwebend. So. Und das sieht doch ziemlich cool aus hier. Aber man muss keine Hosen zeichnen. Es genügt, wenn man dann einfach die Bewegung drauf hat. Und dann ist es okay. So. Dann noch die letzte Figur hier. Und ihr seht schon, das sieht schon ganz anders aus als die großen Zeichnungen. Vielleicht kommt ein bisschen Ruhe rein bei euch, du musst dann schauen, was effektiv für dich passt. Und es ist so, dass man beim kleineren Pinsel effektiv noch intimere Zeichnungen zeichnen kann und eine andere Verbindung hat mit der Figur auf dem Blatt.
bei der Tänzerin. Unten kann man versuchen, das Kleid reinzuzeichnen. Aber auch hier würde ich eher flächig bleiben. Die Konturen freilassen. Und so. Also mit diesem haben wir jetzt schon, den nehme ich nicht mehr. Wie gesagt, das sind einfach meine Vorschläge, was ihr da gebrauchen könnt. Ob jetzt effektiv mit so einem französischen Pinsel malt oder mit dem japanischen. Hängt auch vom Blatt Papier und von euren Platzverhältnissen ab. Probiert es aus. Schaut, was euch am besten von der Hand geht. Jetzt nehme ich einen ganz anderen Pinsel, zum Beispiel so einen hier. Und dann versuche ich mit dem da hier wirklich trocken. Ich mache ihn dann nicht ins Wasser, sondern ich gehe trocken in die Tusche rein. Und man sieht, wie der zeichnet. Kannst du dann die Struktur des Pinsels aufnehmen und auch die Hände, also statt zu ziehen, schabst du einfach diese Figur und da entsteht automatisch ganz was anderes. Na, gefällt mir auch sehr gut. Du kannst effektiv dann noch mit dem Pinsel spielen und schauen, was der sonst noch für Möglichkeiten bietet. Und wie gesagt, das Bild, die Vorlage ist nur ein Vorschlag, das ist kein Dogma, da musst du dich nicht wirklich daran halten, eins zu eins, sondern du kannst das neu interpretieren auf deine Art und Weise, mit deinen Materialien. Und es ist unglaublich viel möglich und es sieht unglaublich viel auch richtig aus, weil es eben so abstrahiert ist. Und das Tolle daran ist, dass man dann selber und die Betrachtenden dann später die Figur dann vervollständigen können in der Vorstellung. Und das macht das Bild auch dementsprechend spannend. So, bin ziemlich zufrieden, das ist ziemlich cool. Es gibt so viele Pinsel, jeder Pinsel macht eine andere Zeichnung. Probiert aus, was ihr zu Hause habt. Vielleicht nehmt ihr ein Ohrenstäbchen, Wattestäbchen. Wieso nicht? Jetzt gehe ich dann noch schnell zur Kohle, weil das hat mich da auf etwas gebracht. Der Pinsel, und zwar eine Linienzeichnung. Wenn ich jetzt diese Figur habe, zum Beispiel den Tänzer hinten, dann kann ich den effektiv vielleicht so darstellen. Also wie ich mit kurzen, bisschen nervösen Linien auch vielleicht die Körperform aufnehmen und diese so weitertragen. Ist auch cool, weil die Fotografie ist ein bisschen undeutlich, unscharf in der Bewegung. Nicht allzu sehr, aber doch. Und das hilft auch der Abstraktion und der vereinfachten Zeichnung umso mehr. Einfach mal zu schauen, wie das aussieht, wie das wirkt. Ja, so könnt ihr euch auch an eine Figur ranbewegen. Ist für mich persönlich ein bisschen zu aufwendig. Also mit diesen Varianten habe ich da mehr Spaß. Es geht auch flotter von der Hand. Das ist ein bisschen so gesucht. Aber ja, eine Möglichkeit. Okay, jetzt nehme ich das Blatt als Vorlage und wir gehen einen Schritt weiter. Und zwar in die... Das ist jetzt die Fläche und jetzt gehen wir in den Umriss rein. Ich nehme das als Referenz, zeichne diese Figuren dann ab. Ist ein bisschen schwieriger, als einfach die Flächen zu zeichnen, aber probieren wir es aus. Ihr könnt auch die Fotovorlage nehmen, aber ich würde euch empfehlen, bleibt bei den Zeichnungen als Vorlage, nehmt eure Zeichnungen als Vorlage und da könnt ihr euch dann selber wie verbessern. Ihr seht dann automatisch, ja, hier stimmt etwas nicht für mich oder der Kopf müsste ein bisschen mehr nach links sein, mehr nach rechts sein. Die Beine vielleicht länger, die Schultern vielleicht breiter und die Bewegung noch ein bisschen dynamischer. Das könnt ihr dann von der eigenen Zeichnung aus weiterverfolgen. Finde ich persönlich spannender, als dann wieder an die
effektive Fotografie ranzugehen. Und so seid ihr dann effektiv künstlerischer unterwegs und ja, freier. Und zwar wirklich nur die Umrisse, ganz grob. Also die Figur, wie sie sich da verhält. Also auch keine Innenteile, wirklich nur die Umrisse. Und ich gehe effektiv nur von meiner Zeichnung aus. Ich schaue nicht auf die Originalvorlage, sondern ich mache nur von meiner Zeichnung ein Abbild. Versuche das ruhig da in die Linie zu kommen, also da nicht nervös Strich für Strich zu ziehen, sondern eher ein bisschen längere Linien. So in Richtung Einlinienzeichnung, zu dem ich auch ein Video gemacht habe. Und diese ruhige Linienführung, das wirkt auch, dann hast du auch mehr Verbindung zu der eigenen Zeichnung, ein bisschen mehr Kontrolle und Ruhe in der Zeichnung. So, nehmen wir nur meine Zeichnung als Vorlage. Und die Vorlage, die Fotovorlage, habe ich ja mehr oder weniger im Kopf. Die kann ich unbewusst oder einfach so je nach Bedürfnis da abrufen. Ungefähr so. Das könnte man noch weiterspinnen mit dem dicken Pinsel, mit dem kleineren, größeren Pinsel. Einfach mal zu schauen, wie das ist. Ja, ich nehme die zwei Figuren hier, diese und diese als Vorlage und werde dementsprechend mit dem kleinen Pinsel hier outlinen. Da kann man schon ein bisschen Spiel reinbringen. Vielleicht in die Kleider. Bisschen so Umgebung geben, damit die Figuren ein bisschen noch besser abgezeichnet, also noch besser auf dem Bild steht, also auf dem Blatt steht, dass die Kontur noch, der Inhalt noch deutlicher wird. Das ist ein ganz anderer Ausdruck dann als die anderen Zeichnungen, vielleicht so, dass man da nicht reingeht. Dann sehen wir schon, hier könnte man ein bisschen runtergehen in den Schultern, vielleicht hier noch ein bisschen rein bei den Händen. Ah, das genügt schon, sonst wird es zu dünn. Okay, dann nehme ich jetzt mal diese Figur als Vorlage hier. Damit ich sie besser sehen kann, die Figur, dann male ich den Außenbereich ein bisschen fetter, schwärzer. Und dann ist sie effektiv dann sichtbarer. Die weiße Fläche innen. So. Wie gesagt, ob jetzt die Füße richtig sind, das spielt alles keine Rolle hier. Es geht mir um das Kennenlernen der Figur, um den Eindruck. Im nächsten Schritt werden wir dann in die Figuren reinzeichnen, dann gehen wir ein bisschen in die Details rein. Man kann das so stehen lassen.
Weil wenn ihr das in einem Skizzenbuch macht, dann könnt ihr die neue Seite aufschlagen und dann weiterzeichnen. Und dann kann man im Verlauf des Skizzenbuchs immer noch zurückblättern und den Fortschritt anschauen. Das ist auch eine coole Sache. Und dann bleiben auch alle Blätter zusammen. Sehr vorteilhaft, sehr einfach. So, jetzt haben wir diese fünf Figuren. Gehe ich in einen Zwischenschritt, um euch zu zeigen, wie ich dann effektiv dann in die Figur dann noch weiter reingehe, wie ich das schon ziemlich am Anfang gezeigt habe. Einfach jetzt hier mit dem Outline. Ja, jetzt haben wir diese Figuren da. Ihr seht ja ungefähr, wo was ist. Jetzt kann man sich wieder an der Fotografie orientieren und von dort abzeichnen. Und auch hier mit der Kohle oder mit was auch immer ihr zeichnet, grob in die Figur reingehen und diese Linien wie verbinden oder wie langsam ausfüllen. Also nicht tot ausfüllen, sondern einfach grob anzeichnen, wo was sein könnte. Und das, was vielleicht schwarz ist, vielleicht schwarz zumalen. Ein paar Details, wo ich finde, ja, das ist mir wichtig, die kann ich ein bisschen herausholen. Muskeltonus hier, ein bisschen am Hals, vielleicht einen starken Schattenwurf. Okay, dann habe ich hier die Hosen und den Rock. Der ist schwarz, den mache ich dazu. Da bei den Füßen muss ich nicht so viel machen, ein bisschen Schatten reinbringen. Auch hier. So. Das genügt schon. Auch hier nicht zu viel, nicht zu viel Details. Lasst eher die Sachen offen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann lasst die Finger von der Stelle. Oder deutet nur ganz leicht an. Ein paar Finger. So, hier, das genügt schon. Dann hier der Faltenwurf. Und da ist die Hand, die muss man dann neu zeichnen. Auch hier, wenn ihr nicht sicher seid, mehr so eine Faust zeichnen. So. Ist das dann schwarz, hier fallen die Falten rein. Die Hand hier kann man dann verbinden. Die Falten nur andeuten, auch hier nichts totzeichnen, ganz grob. Das Hemd ist hier fertig. Und dann die großen Hosen, vielleicht so. Vielleicht hier ein bisschen bei den Waden, weil da geht es in den Schatten rein. Füße kann man von mir aus ein bisschen dunkler machen. So, that's it. Und jetzt noch die dritte Figur, die finde ich auch klasse, sehr ausdrucksstark. Aber ihr seht, wo sich das hinbewegt, oder? Also ein einfacher Umriss, also zuerst Fläche, dann den Umriss und dann wieder in die Details rein, von außen nach innen, vom Groben ins ja, Kleinteilige. Auch wenn ihr eine Landschaft zeichnet draußen oder sonst ein Bild anpeilt, macht zuerst eine Grobübersicht, wo was stehen sollte, und auch dort fängt nicht von links nach rechts an, sondern effektiv im gesamten Bild. Und arbeitet euch Stück für Stück im gesamten Bild ein bisschen so ins Bild rein. Zum Beispiel jetzt hier setze ich vielleicht den Rock hier an und so. Und das sind die Hände, also ich zeichne nicht von oben nach unten. Und ich setze hier ein bisschen die Akzente und dann weiß ich ungefähr, okay, wo ist was oder wo sollte was sein. Aber auch hier, der Muskeltonus ist egal, die Proportionen sind hier auch wirklich egal. Hier ist auch die Strichführung viel stärker und die Struktur des Pinsels, jetzt hier der Kohle. Das ist alles viel spannender fürs Auge zum Schauen, beziehungsweise auch sehr spannend zum Schauen. Und es geht nicht nur um die Figur, sondern auch um die Umsetzung. Wir kennen das ja vom alltäglichen Kommunikationsgebrauch. Kommt ja nicht darauf an, was ich sage, sondern wie ich es sage. Spielt mindestens eine wichtige Rolle, wenn nicht gar eine wichtigere. Okay, so. Jetzt hier noch die Waden. Schatten. Ja, das ist ein bisschen misslungen hier beim Kopf, aber ansonsten, ja, okay. Und ja, so könnt ihr relativ schnell, relativ einfach Figuren zeichnen, Körper zeichnen und Vorlagen habt ihr en masse.
Jetzt gehen wir aus dieser Formation dann ein Stück weiter, und zwar in die effektiven die Gliedmaßen. Also wenn ich jetzt diese zwei Figuren hier nehme, ich fahre hier gleich weiter auf dem Blatt, machen wir das Klassische mit Kopf, Rumpf, Beinen, Händen, Füßen und so weiter, einfach so wie in der Schule fast. Also hier haben wir den Kopf und auch hier bleiben wir sehr, sehr rudimentär. Dann haben wir hier den Rumpf, könnt ihr einfach nachzeichnen. Hier das Gesäß, ungefähr so. Dann hier haben wir ein Bein, die Oberschenkel, zweiter Oberschenkel, hier die Waden, Oberarm, Unterarm, Hand, den sieht man hier nicht, Unterarm, Hand mit dem Finger, da können wir das Gesicht andeuten, und hier haben wir dann die Füße. Das ist auch eine Möglichkeit. So könnt ihr dann effektiv in die andere Richtung wechseln oder einfach mit dem einsteigen hier, Bubbles oder mit diesen einfachen Körperformen, aber auch hier nicht klassisch wie siebenmal der Kopf im Körper oder diese Proportion musst du haben, sondern mehr der Bewegung nach und dem Ausdruck des Körpers nach. Also wenn ihr findet, der Körper fühlt sich irgendwie schwach an oder ist irgendwie lädiert oder kämpft, dann zeichnet ihn auch dementsprechend. Da darf der Strich ein bisschen unsicher sein oder ein bisschen schwer oder dementsprechend leicht und beschwingt. Also lasst euch von der Figur leiten. Auch hier Oberkörper. Und dann hier vielleicht das Gesäß noch, das verdeckt wird, die Beine. Die Vorlage habt ihr ja hier, könnt einfach abzeichnen. Bleibt immer, wie gesagt, grob. Form für Form, so, dann die Hand hier, die andere Hand neigt sich da nach unten und that's it, und das war's. Und das passt schon. Null, nehme ich mal eine andere Figur, die Frau in Rot, dann setze ich es auch dementsprechend um, jetzt von der Bildvorlage, von der Fotovorlage. Auch hier keine Haare, keine Falten, nur die Formen. Oberkörper, eventuell hier das Gesäß, hier, Oberschenkel, der eine geht nach hinten, ein bisschen verkürzt, der andere ist dann länger, so, Füße, nochmals ein Fuß, und ihr seht schon, die Figur, ja, die fängt an zu gehen, das funktioniert schon. Ihr müsst dann vielleicht ein bisschen rumbasteln mit den Formen, und die Bewegung wäre so. So ein, das könnt ihr vielleicht im Kopf oder vorzeichnen, Bewegung vorzeichnen, habt ihr die Bewegungsstrich schon mal drin, vielleicht hilft er euch, vielleicht auch nicht. Und so könnt ihr die Figur auch dementsprechend einfach aufbauen. So, jetzt haben wir einen guten Aufbau, ziemlich schnell hinbekommen, und von hier aus können wir dann immer noch ins Detail gehen. Von mir aus ein Blatt nehmen, drüber zeichnen und das Ganze ausradieren, mit dem Stift drüber zeichnen. Und so könnt ihr euch ein bisschen so in die Figur rein verbessern. Und als letzte Übung werde ich jetzt diese Sachen kombinieren. Das ist ein Stil, den habe ich persönlich sehr, sehr gern. Da werde ich jetzt hier mit dem Japan-Pinsel anfangen und dann vielleicht mit der Kohle weiterzeichnen, mal schauen. Auf jeden Fall nehme ich jetzt das letzte Bild. Hier werde ich mit dem Japan-Pinsel effektiv nur eine grobe Fläche andeuten, und zwar vom Oberkörper, dass ich ungefähr die Platzierung habe auf dem Blatt Papier und die grobe Bewegung. Und darauf werde ich dann den Körper dann drauflegen mit den einzelnen Formen, Kopf, Rumpf und so. Aber der eigentliche Clou ist effektiv, dass man zuerst die große Fläche hier reinlegt. Durch das bekommt die Figur auch so etwas Leichtes und Kunsthaftes. Also seid da frei, seid da wirklich so ein bisschen kunsthaft und so ein bisschen Klecks malen, aber ihr werdet sehen, das kommt wirklich dann ziemlich gut am Schluss. Und ihr könnt auch selber entscheiden, ja, will ich da ein bisschen mehr zeigen mit den Klecksen oder weniger. Da sitzt die Frau Rot rechts oben. So, und jetzt die letzte Figur links unten. Und für diese Übungen müsst ihr effektiv keine Proportionen kennen, sondern euch einfach von der Dynamik der Figur leiten lassen. Da kann man auch ausbrechen, wie bei der Modezeichnung, dann lange Beine zeichnen oder ein extrem breiter Rücken. Das ist dann alles offen, weil die akademische Zeichnung ist ein Ding für sich. Kann man machen, wenn man dann irgendetwas genau zeichnen muss als Auftrag oder wenn man das halt
persönlich weiterverfolgen möchte. Aber jetzt in diesem Fall geht es effektiv um die Bewegung, weil ich finde, das funktioniert auch ohne Proportion. Aber wenn du eine Zeichnung zeichnest, die zwar proportional und anatomisch korrekt ist, aber irgendwie steif und tot gezeichnet, dann ist das nichts. Dann ist die effektiv dann schlechter als so etwas hier. Jetzt gehe ich ähnlich vor wie jetzt hier bei diesen Figuren. Also Kopf, Rumpf und so lege ich dann drüber und schau mal, was ich vielleicht noch mit Kohle auszeichnen kann. Oder dann, vielleicht nehmt ihr statt Kohle, nehmt ihr dann einen Pinsel oder einen Kreidestift. Ich sehe jetzt seine Hand nicht. Ich lasse sie mal offen. Und seine Beine verschwinden im Schatten. Ich zeichne sie ab, sich ein bisschen länger, ein bisschen so verwinkelter. So, es gefällt mir einfach viel besser so. Und dann ist sein Arm. Okay, ich lasse die Figur mal so ganz grob. Ich gehe zur nächsten rüber. Ihr Gesicht verschwindet da völlig im Schatten. Das will ich auch gerade auszeichnen. So, ich mache das schwarz. Haben wir hier, das muss ich ja gar nicht mehr weiterzeichnen. Ich zeichne einfach nur die Falten rein und dann den Unterarm. Noch die Finger hier, so. Und hier hat sie einen ganz starken Faltenwurf, den ich jetzt nicht zeichnen kann, weil das Ding nicht trocken ist. Super. Anyway. Aber so, der Körper hier. Ich muss da gar nicht groß zeichnen. Hier ist der Rock. Dann sehe ich automatisch, okay, hier kommen die Knie ungefähr. So. Und dann die Waden hier. Das kann ich ab der Fotovorlage dann weiterzeichnen. Oberarm, Unterarm. Die Hand. Wie die noch immer kommt. Genau. Ich sehe gerade, die Füße hat sie recht zusammen, so ungefähr. Okay, das genügt. Jetzt geht es zur nächsten Figur. Das ist so der Kopf hier. Ich zeichne schon so eine Augenlinie rein, dann sehe ich, wie der Kopf sich neigt. Da muss auch nicht genau sein, einfach, dass ich so diese Dynamik habe. Darf ruhig ein bisschen übertriebener sein als in der Vorlage. Das ist ja der Sinn davon. Auch hier nicht zu viel Details, nicht dann irgendwie Ohren zeichnen oder zu viel Haare, sondern bleibt da grob. Unterarm nur andeuten. Auch nicht zu streng in der Linie sein. So, Rock ein bisschen oben. Und hier das Becken. Genau. Oberschenkel, so etwa. Das Bein geht hier nach hinten. Ein bisschen Füße, ist egal, das ist verdeckt. So. Da kann ich auch die Schuhe zeichnen, wenn es mir passt. Okay. Das ist ein Rock, ich sehe den nicht. Ich mache jetzt mal den schwarz. So, das mache ich auch schwarz, dass ich die Gewichtung habe. Hier hat sie jetzt den Arm verkürzt, neigt sich. Jetzt kann ich da wieder zurück zu dieser Figur hier. Und wie gesagt, es muss nicht gelingen, es muss nicht perfekt sein. Es geht wirklich nur um das Spielerische am menschlichen Körper, diesen mal auszuprobieren, zu erkunden, wo was möglich ist. Wie schnell was mal gut aussehen kann, ohne dass man realistisch sein muss oder anatomisch korrekt. Und wie viel Ausdruck in so einer Zeichnung schon drinstecken kann, ohne dass sie, ja wie gesagt, anatomisch dann stimmen muss. Weil am Schluss hat dann niemand den Vergleich, dann habt ihr ja nur, während ihr die Figur zeichnet, aber wenn man nur die Zeichnung anschaut, dann spricht sie für sich.
und dann habt ihr da nichts links und rechts, das man vergleichen könnte. Jetzt noch den Typ hier. Jetzt kann ich von diesen Bubble-Zeichnungen, von diesen runden Formen dann effektiv ins Detail reingehen, wenn ich das dann möchte. Aber auch hier nicht zu viel, dass das nicht komisch aussieht, dass man hier ein Gesicht zeichnen möchte und der Rest sehr unklar bleibt. Also schaut, dass die Figur eine Sprache spricht. So, hier kann ich seine Jeans ein bisschen noch faltiger zeichnen. Das soll ja eine Jeans sein, keine Leggings. So, jetzt hat er hier, sehe ich noch, hat ein bisschen längeren Arm und ein bisschen mehr Faltenwurf. Sein Pullover hier. So. Seinen Arm sehe ich nicht, ich nehme an, das platziere ihn mal so hier. Ja. Und das wäre so die letzte Version, wo man diese Flecken, Striche und Umrisse miteinander kombinieren kann. Das kannst du dann machen, wie du möchtest. Vielleicht kannst du effektiv nur mit den Flecken arbeiten, nur mit den Umrissen, aber oder mit der Bewegungslinie am Anfang. Wenn dir das hilft, auf jeden Fall. Wir haben da viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du bei diesem ganzen Spiel grob bleibst, also wirklich keine kleinen Bleistifte nimmst, sondern wirklich nur grobes Material. Mit der Zeit wirst du diese Sachen noch besser artikulieren können, detaillierter zeichnen können. Es kommt mit der Übung. Nimm dir so viel Referenzmaterial wie nötig. Bleib grob in der Übersicht. Ja, okay, das war's. Und danke fürs Zuschauen. Wenn das gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen und so. Kommentar, Abo dalassen, sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut, viel Freude dir und auf bald. Bye, bye.